In meiner Forschung geht es hauptsächlich um Menschen. Es geht um Mensch-Natur-Beziehungen und um Beziehungssysteme insgesamt und um das Fremde, also das, was uns fremd ist. In der sozialkulturellen Anthropologie geht es darum, dass wir uns mit anderen Kulturen beschäftigen, die uns fremd sind, die andere Sprachen sprechen und die andere Sinnstiftungsprozesse vollziehen, um ihrem Leben in der Gemeinschaft Struktur und Handlungsmöglichkeiten zu geben. Ich liebe das, weil ich sicher von meiner Grundanlage eine Abenteurerin bin und dieses Fach bringt mit sich, dass man eine gewisse Neigung zum Abenteuer hat und auch, weil es ein Fach für Weltenbürger ist. Ich hatte nie die Absicht, jetzt in eine akademische Karriere an sich zu machen. Das hatte ich nie mit meiner Leidenschaft für die Anthropologie verbunden. Allerdings stellt sich ab einem gewissen Zeitpunkt die Frage, wie kann man Forschung so machen, dass man davon leben kann. Was ich jungen Mädchen empfehle, ist, der Neugierde Raum zu geben und sich zu erlauben, Fragen zu stellen, die ungewöhnlich sind. Das, glaube ich, ist für jede Wissenschaftlerin wichtig, nicht nur für eine Anthropologin. Für eine Anthropologie ist es natürlich besonders wichtig, weil wir ständig Grenzen überschreiten.